spricht der spricht Dubravko Mandic, AfD-Kreisvorstand aus Freiburg. Bitte schön, du hast das Mikro. Offenburger, habt ihr euch schon mal gefragt, warum angesichts einer solchen Tat hier so wenig Bürger aufstehen, um gegen diese Zustände zu protestieren? Ich kann euch sagen, warum. Weil nach all den Morden, nach all den Vergewaltigungen ist es in diesem Land immer noch schlimmer, als Rechtsradikal oder als Hetzer zu gelten. Lieber lässt man seine Angehörigen abstechen und vergewaltigen, statt endlich mal Gesicht zu zeigen. Wir wollen nicht mehr so weitermachen. Wir stellen uns hin. Es ist uns egal, ob ihr uns als Rassisten beschimpft. Wir wollen hier nicht länger so weitermachen. Ist das denn zu viel verlangt? Und dann kommt immer der gleiche Vorwurf. Man darf doch so eine Tat nicht instrumentalisieren. Offenburger, lasst euch nicht verarschen. Wenn einem Flüchtling auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann stehen Millionen auf und instrumentalisieren diese Tat gegen das deutsche Volk. Schluss damit. Manche Dinge kann man besser mit einer Parabel ausdrücken. Eines Tages, es war einmal eine junge Frau. Sie ging spazieren und sah am Ufer eines Flusses eine halb erfrorene Schlange. Nimm mich mit, gnädige Frau, rette mich, ich werde hier sterben. Die Frau nahm die Schlange mit nach Hause, fütterte sie durch, bis es ihr wieder besser ging. Da nahm sie die Schlange und küsste sie. In diesem Moment biss sie die Schlange und die Frau sagte, was hast du denn getan, liebe Schlange? Warum beißt du mich denn? Und die Schlange sagt, sei um Himmels Willen still, du wusstest ganz genau, dass ich eine Schlange bin, als du mich mitnahmst. Offenburger, ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr das Leben eurer Angehörigen weiter riskieren oder traut ihr euch endlich aufzustehen? Macht mit bei der AfD, macht bei der Bewegung mit. Schluss mit der Massenmigration. Deutsche zuerst.